Ah, Sie sind den Zuschauer von dieser Matthias Rischig Show? Oh, das ist sehr gut, dass ich Sie erwische vorher. Ich sage in dieser Matthias Rischig Show alles gelogen, alles fake, alles fake. Die zeigen mich, ich war nie da. Ich war nie da. Ich werde nur nachgeäfft von diesem Matthias Rischling. Auch diesen anderen Gäste. So, dieser Rischling tut, als wäre er die Gäste. Das ist schizophrenik. So, sogar die Zuschauer in den Studio und der Matthias Rischling selber. Alles nur nachgespielt von diesem Matthias Rischling. Alles fake. Ja, ja, meine Damen und Herren, also tut mir leid, es stimmt, alles ist nicht echt in der Matthias Rischling Show, das tut mir leid, guten Abend dazu. Aber wissen Sie, alles ist wahr, nicht wahr? Vor allem, dass nichts echt ist. Der G20-Gipfel ist wahr, aber was ist schon echt daran? Nicht? Er ist maximal eine tolle Polizeiparty und das Wetter ist wahr, aber wie Trump sagt, das Wetter hat doch erst mit dem Klima nichts zu tun. Das Wetter, sagt der Trump, das haben ja nur die Chinesen geklaut und billig nachgemacht. Das Klima ist nur eine Raubkopie der Asiaten, die damit die teuren Produkte und die guten Jobs in Amerika vernichten wollen. So, ich sag's Ihnen, wir reden in dieser Sendung mit dem unechten Trump, aber auch mit den anderen Gästen, zum Beispiel Kretschmann und Strobel. Ja, aber wie echt sind die? Nicht, dass sie, ja, wie echt sind die? Wie Strobel ist Kretschmann? Wie kretscht sich Strobel durch die CDU? Sind beide nur eine Neuinszenierung von Häberle und Pfleiderer? Oder von Pferdle und Äffle? Naja, wenn Strobel immer grünere Krawatten trägt, nicht, und Kretschmann immer mehr aufruft zum Kirchenbesuch, nicht, müssen wir unseren Glauben an die Echtheit der Welt reformationieren? In Zeiten immer wahrer werdender Fake News zum 500. Jahrestag der Reformation brauchen wir wieder einen Martin Luther. Den können wir auch gleich in die Sendung einladen. Ja, naja, weil sich ja viele verstehen als Medium von Martin Luther. Doch, der kann uns dann erklären, wie echt Gott ist, nicht wahr? Und wie echt der Deus ex machina der Politik ist, die FDP. 4 Jahre waren die nicht im Deutschen Bundestag, du. Auf einmal rumoren die wieder rum in Gestalt von diesem, wie heißt der, Christian Lindner. Also ein Poltergeist, haben Sie schon mal gesehen? Der Christian Lindner, die weiße Frau der Demokratie. Doch, spukt wie in den diversen Landtagen in Nordrhein-Westfalen rum, nicht wahr? Und führt die FDP vor als längst vergangen geglaubtes Gespenst der Parteienlandschaft. Es gibt Aufnahmen von ihm. Vielleicht erscheint er uns sogar. Wir können mal sehen, ob er vielleicht sogar mit uns spricht, wenn wir Glück haben, spricht. Aha, ja, das ist ja schön. Herr Lindner, das ist schön, Herr Lindner. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ach, mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Wir, die FDP, wir haben, das wird Sie nicht interessieren, weil Sie wie alle anderen auch ja die FDP schon abgeschrieben haben. Wir, die FDP, das sage ich Ihnen als FDP-Vorsitzender Christian Lindner ganz klar, wir haben die Bundestagswahl gewonnen. Die kommt zwar erst im September, aber was sind denn schon Formalien, meine Damen und Herren? Wir sind die echt gewordene Fake News, von der ja keiner mehr geglaubt hat, dass sie noch wahr werden könnte. Denn schauen Sie sich doch mal die letzten Landtagswahlen inklusive FDP-Ergebnisse an. Da möchte man zum Zocker werden und täglich in die Urne gehen. Weil wir diejenigen sind, wir bestimmen die Richtlinien in der Politik, was immer das auch sein mag. Wir sind diejenigen, die etwas tun, meine Damen und Herren. Denn durch unsere schonungslose Politik steht doch bei Donald Trump auf einmal der Staatsanwalt vor der Tür. Durch unsere aufklärerische Arbeit haben wir, die FDP, es geschafft, dass Le Pen in Frankreich die Grundlage entzogen wurde. Durch uns hat doch Macron erst gewonnen. Schon weil er fast so gut aussieht wie ich. Bitte, bitte. Ja, Entschuldigung, die Äußerlichkeiten sind doch der entscheidende, springende Punkt in der Politik, gerade auch der FDP. Schauen Sie sich doch mal die Äußerlichkeiten der anderen Kollegen, Kolleginnen an. Angela Merkel, der Inhalt passt in eine Raute. Und Martin Schulz, der Inhalt passt in einen Zottelbart. Meine Damen und Herren, wir haben wirklich andere Probleme. Wir haben Klima und Terror. Da kommt die SPD daher und bietet als Ersatzprogramm Steuer und Rente. Rente?
Steuer, Rente, noch mehr Rente, 200 Milliarden bis zum Jahr 2030, bei immer weniger Jungen, die das dann bezahlen sollen. Ich will Ihnen sagen, wo das hinführt. Nicht wahr? Jetzt kommt die Urlaubszeit. Früher hat man nur Hund und Katze ausgesetzt, eventuell den Goldfisch. Aber meine Damen und Herren, mit dieser Rentenplanung der SPD landen doch künftig immer mehr Alte hinter der Leitplanke. Nein, entschuldige, ich muss, darf mich nicht so aufregen, das schadet meinem Teint. Bitte, bitte, wem die CDU zu schwammig ist und die AfD zu unappetitlich und die SPD zu altbacken, der muss doch FDP wählen. Wir bieten alles in einem. Wir brauchen Fragen. Die Antworten sind nicht unsere Sache. Und wer wirklich wissen will, wie es weitergeht mit der FDP nach der Bundestagswahl, dem kann ich nur sagen, ja, dann sagen Sie es uns doch endlich. Also, Antworten gibt es also nicht bei Christian Lindner. Damit ist aber nicht international, nicht? Denn für Trump zum Beispiel sind ja Fragen keine Sachen. Er gibt die Antworten schon, bevor er die Fragen überhaupt kennt. Wie Sie, es gibt ja Menschen, die treten aus der Einkommensteuer. Ronaldo oder Hoeneß. Trump tritt aus dem Wetter, nicht? Weil er sagt, vom Wetter reden die Leute nur, wenn sie sich alles zu tun haben. Beim Kaffeekränzen, in der Arbeitslosigkeit. Und deswegen will ja Trump auch mehr Jobs schaffen in der Industrie, beim Kohleabbau, damit die Leute einfach keine Zeit mehr haben für Kaffeekränzen und nicht dauernd vom Wetter quatschen, zum Donnerwetter nochmal. Ladies and Gentlemen, ich spreche in Deutsch, weil mein Großvater war Deutscher, so Sie wissen gleich Bescheid, deutsche Geschichte, da gibt keinen Widerspruch. Ich dulde keinen Widerspruch, weil ich der Präsident bin, der erste Präsident war, hat so viel geleistet wie kein Präsident bevor. Ich habe mehr Gesetze gemacht in der Zeit, wo ich war Präsident, als überhaupt gibt Gesetze in Verfassung. Ich habe mehr Menschen gesund gemacht durch Abschaffung von Obamacare, mehr als überhaupt gibt Einwohner in Amerika. Kein Präsident jemals hat einen Präsident so gelobt, wie ich mich der Präsidenten. So. Und ich werde Amerika schützen vor die Feinde. Und was wollt ihnen nehmen? Jobs weg. Zum Beispiel Anbau. Anbau, da kannst du nur arbeiten, wenn es nicht Winter, wenn es nicht Regen, wenn es nicht kalt. Nur wenn es gute Wetter, wenn es Sonne. So, ich höre, da gibt Kohle, da gibt Abgase. Ah, da kommt gute Wetter, da kommt warme Erde, da kommt wunderbar prima Condition für Arbeit am Bau. Ah, da kommen auf einmal die Neid von die China und Europa, sie neiden. Da wollen sie machen, begrenzen Erdgewärme um 2 Grad mehr maximal zu machen, kalte Wetter zu nehmen und Jobs an Bau. Ich sage, no, not with me, ladies and gentlemen, not with me. Because sie kapieren nicht. Die Klima gibt überhaupt gar nicht. Da war Eiszeit, da war Eisenzeit, da war Steinzeit. Einmal da war ganz überzogen Erde mit Eis. Dann war Erden überzogen mit Eisen, dann mit Steine, mal so, mal so. So, da sagen Regen auf, weil da war die Eisbergen schmelzen. Die Eisbergen schmelzen. Aber wann wäre Eiszeit nicht geschmolzen? Da gäbe überhaupt gar keine Europa und keine Deutschland. Weil da war vor 10.000 Jahren war alles unter Eis. Der Regen auf, weil da sagen Meeresspiegel steigen, der Meeresspiegel steigen und da gäbe bald Wassermangel. Was für ein Schwachsinn! Wann die Meeresspiegel steigen, da gibt überhaupt mehr Wasser. Ah, no, 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 not with me. Wir wollen genießen die Klimawandel, die Erdgewärme. Sie sagen, ist alles vertrocknet. Ich sage, Ikebana. Die Japaner, sie würden beneiden um unsere Klimawandel. Was soll heißen, denn Jahreszeiten verschieben? Oh, what a rubbish, this is such a rubbish, you know. Die Jahreszeiten, so what, die Krokusse blühen im Dezember, so what? Die Leute, sie essen sowieso schon Erdbeere im January. Ich sage dir, die Natur, sie passt nur an sich an den Menschen. Oh, please. Ja,
Sie sehen es, meine Damen und Herren, das Klima ist unberechenbar. Der Mensch hat nur eine Chance, wenn er sich anpasst und genügend Zeit aufwendet, das Klima richtig zu dressieren. Und deswegen sprechen wir dazu mit jemandem, der Ahnung hat davon, wie wir gesehen haben, mit einem Fachmann sozusagen, der viel schon getan hat. Stopp. Das ist nicht ich gewesen. Das war nicht ich. Stopp, das ist alles nicht ich. Sie drängen sich ja auch vor bei mir, hören Sie mal. No, ich bin es nie. Das ist alles Lüge, das ist alles Fake News. Stop this. Aber Sie können doch nicht sagen, wie Sie gesagt haben, das Klima stimmt nicht, wo wir in Stuttgart sind. What? In Stuttgart. Oh, das ist funny, nee. I never heard this. What? Na, du, wir Probleme haben mit dem Feinstaub, mit Atemnot und Pickel im Gesicht, haben wir Probleme mit dem Feinstaub. Da sagen Sie, das Klima... Ah, now I know. The Feinstaub, you say. Feinstaub, ja. Das ist gemacht von den Menschen. Da hat er mit der Klima überhaupt gar nichts zu tun. Das ist rubbish. Aber das ganze Klima ist gemacht von Menschen, sagt man neuerdings. Das ist doch das... Oh, please, not again this. This is ridiculous. Ja, aber deswegen wollen doch alle die Erderwärmung begrenzen auf maximal 2 Grad mehr. Das ist doch das Thema. No, du hast überhaupt gar nicht verstanden. Was? Wenn du hast recht, du widersprichst es selber. Wenn die Klima ist gemacht von den Menschen, so ist logical, dann musst du reduzieren die Menschen um maximal bis 2 Grad mehr. Was? Haben Sie alles verstanden? Of course I understand. So, I tell you. Jeder Mensch, der hat eine Körperwärme von circa 75 Watt wie Glühbirne. Was? So, wenn du willst begrenzen die Erderwärme, of course, du musst erst einmal begrenzen die Menschen, damit maximal 2 Grad ist mehr. Was? Wenn du willst mehr benutzen Abgas und mehr Kohle, so du musst reduzieren zuerst die Menschen, die benutzen Abgas und Kohle. Das ist logical. Aha, also je weniger Menschen, umso mehr können dann mit Diesel wieder reinfahren nach München und nach Stuttgart. Oder habe ich es so verstanden? Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Na? Also wirklich, das reicht mir jetzt bald mit diesem Klima. Der Trump will auch nichts mehr davon wissen. Das mache ich jetzt auch. Überall dieser Feinstaub hier, also das ist wirklich... Ja, also gut, also, den sehen Sie doch gar nicht. Ach so, und was ist das bitte? Das ist Fliegendreck. Ja, das erinnert mich aber an Feinstaub. Und das löst bei mir schon Atemnot aus. Also, ja gut, also Sie sind ja wirklich psychotisch. Also wenn Sie noch atmen können... Mir verschlägt höchstens den Atem wegen ganz anderer Probleme, die wir haben. Was wäre das denn bitte? Die Wahlstappe von der Mai. Brexit, Europa, England, Trump, Putin etc. etc. Muss ich mehr sagen? Und deswegen können Sie hier nicht atmen? Was? Nein, aber ich könnte leichter atmen, wenn wir auf der Welt überhaupt nur Feinstaub hätten täten haben. Also das glauben Sie ja selber nicht, dass der Arzt zu Ihnen sagt, wegen dem Feinstaub droht Ihnen bald Lungenkrebs und Sie sagen, ach, das macht nichts, aber wegen dem Brexit und Europa ist die Diagnose für mich eine Katastrophe. Sie schwätzen einen Granatenscheiß. Erkennen Sie doch einmal, dass Feinstaub eine Übergangstechnologie ist und irgendwann wird es eben auch den sauberen Feinstaub geben. Oh, das sagt dasselbe. Feinstaub ist gut und das Klima ist gut. Je wärmer ist gut und umso heißer, das ist auch gut. So, wir haben gehabt in Amerika durch die Hitze, warme Wetter und Klimawandel gehabt Hitzetote 50.000 in den letzten Jahren. Aber durch die Hitzewelle, wir haben gehabt 200.000 Kältetote weniger. So, prima Klima, wonderful. Ich wollte eigentlich, das ist doch also wirklich, also, ob das G20 vielleicht Licht bringt in unseren Feinstaub. Jetzt fangen Sie schon wieder an mit Ihrem Feinstaub. Das ist doch dem G20 grad egal. Wieso? Weil das G20 will die Erderwärmung begrenzen. Also, dafür braucht es weniger CO2. Für weniger CO2 braucht man mehr Diesel. Mehr Diesel bringt mehr Feinstaub. Das heißt also, wenn wir irgendetwas tun wollen für die Erdverkühlung, dann müssen wir dem G20 mehr Feinstaub anbieten. Und das habe ich Ihnen aber gerade neulich erst alles haarklein erklärt. Das habe ich Ihnen erklärt.
Gell? Also, warum Fragen sind so blöd? Ich hab's nicht verstanden. Na? So wie ich auch nicht verstehe, dass Sie sich neulich extra ein neues Dieselauto haben kleben lassen. Ja, ich fahre ja nicht selber. Ja, ich habe einen Fahrer. Aber Sie verpesten trotzdem damit auch Ihre Luft, gell? Ich sitze ja nur drin. Die Leute hätten auch viel weniger leiden unter Feinstaub, wenn sie einfach mehr Diesel fahren und nie aussteigen. Haben Sie eigentlich keine Sorge um Ihren Wiederverkaufswert, wo doch Ihr grüner Parteitag gerade beschlossen hat, bis 2030 alle Diesel abzuschaffen? Ach, Mädle, also wirklich. Ja gut, also, wenn Sie heute im Mittelalter zur Zeit von Martin Luther leben täten zum Beispiel und täten Guillotinen produzieren, da täten Sie sich auch nicht freuen über die Abschaffung der Todesstrafe. Der Erdogan will sie ja wieder einführen. Vielleicht sollten wir ihm statt Guillotinen lieber Dieselautos schicken. So schnell wie die Giftspritzen in Amerika wirken sie allemal wie Hannah Arendt. Rappelsack! I tell you, dieser ganze Klima, das ist alles Kult vor Heiden. Der früher, wenn du wolltest, hat gehabt gute Wetter, da hast du gegeben Opfer an Gott, Kalb oder halbe Kind. So heute, wenn du willst haben gute Wetter, da opferst du Klimagott, Auto und Konsum. Das ist alles Mittelalter, das ist Rubbish, das ist awful. Das ist Ablasszettel für die dritte Welt. Die sollen weniger verbrauchen CO2, so kriegen Geld, damit die machen können die anderen mehr CO2. Das ist Sauerei, das ist katholische Kirche pur. Ja. Dass den Merkel will die spielen, diese Martin Luther, zu machen an der Gemeinschaft mit Glauben. Und sie will nur sein, die Vertreter von dem Klimagott auf Erden. Ja, so. Darf ich auch noch was sagen? Zumindest hat sich aber Frau Merkel schon reformiert vom unbedingten Glauben an Amerika. Nicht? Und die Frage ist eben nur, wie wir diese Abnabelung von der großen alten Kathedrale der Freiheit Amerika durchhalten, damit wir irgendwann auch mal 500 Jahre Reformation feiern können, also die Wiederherstellung des Glaubens an uns Europäer. Nicht wahr? Und das erklärt uns am besten wahrscheinlich erstmal Martin Luther, wenn wir schon beim Thema sind. Doch, das geht. Wissen Sie das nicht? Kennen Sie das nicht? Das geht. Doch, das geht. Machen Sie kein Channeling? Mediumismus nicht? Nein? Astro-TV haben Sie nie geguckt? Karten legen und Stühle rücken, machen Sie das? Oh, das müssen Sie machen mal. Da können Sie sprechen mit Ihrer toten Oma, mit Cäsar, mit Gott zum Beispiel. Oh, natürlich. Das sind zwar immer nur Gespräche mit sich selber, aber es hat eine andere Wirkung auf Sie, wenn Sie zu sich reden als Gott. Oder als Martin Luther zum Beispiel. Wir können mal gucken, ob wir mit Astro-TV... Sind Sie Astro-TV? Darf ich Sie etwas fragen? Sind wir bei Astro-TV? Würden Sie uns eine Frage... Was können Sie für uns tun, bitte? Darf ich Sie fragen? Ja, also... Ich mache heute mit dir Engelskontakt. Ah, wunderbar. Und da brauche ich von dir eine präzise Frage. Ja. Ach so, ja, wir werden ja dominiert von Hacker von Amerika, vom Internet werden wir dominiert. Ja, und was möchtest du da gerne wissen? Ach so, ob die Vergangenheit so bleibt, wie sie jetzt ist. Aha, und was genau? Naja, ob wir uns immer wieder lösen müssen von der Diktatur der Kirchen und der Macht des Glaubens und ob wir da nicht dann dahin kommen. Okay, das reicht. Also mach mal bitte deine Augen zu, damit ich an dein Inneres herankomme. Ja. Also zu dir spricht jetzt der Erzengel. Mit wem wolltest du sprechen? Luther, Martin Luther. Wer? Luther. Ach so, ja, also bitte. Habe nun acht studiert mit heißem Bemühen, Literatur, Philosophie. Das ist doch Faust. Na bitte nicht stören, bitte. Das ist doch das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Aber es ist die Zeit, stimmt doch. Überhaupt nicht, das ist nicht dieselbe Zeit. Entschuldigung, der hat sich vorgedrängt. Ach so. Mit wem wolltest du noch einmal sprechen? Luther, Martin Luther. Wer? Martin Luther. Ach so, da ist er schon. Ach so. Ja, habe nun... Nein. Hallo? Hallo! Allerwerteste Ungläubige, es sind jetzt 500 Jahre vergangen, da habe ich, Martin Luther, das Papsttum und seine Katholiken gebrandmarkt,
weil ihre gottlose Tyrannei die Gläubigen gequält und misshandelt hat mit dem Verlust von Hab und Gut, mit dem sie sich loskaufen mussten von ihren Sünden. Das feiert ihr heute alle im Reformationsjahr mit Selbsttäuschung, wenn ihr euch tyrannisieren lasst von der neuen Kirche Internet und der Sekte Apple und Google. Das Netz ist doch die neue Religion geworden, die nicht mehr den Glauben an Gott verteidigt und verbreitet, sondern nur noch den Glauben an Daten und Hass und an Falschheit. Und so sehr seid ihr hypnotisiert davon, dass keine Ampel und kein Straßenlaternenmast und kein Auto einen jungen Menschen aufhalten kann, der in sein Handy starrt. Das Selbstverständnis des modernen Menschen habt ihr doch zurückgegeben an ein Silicon Valley. Wer geht denn noch auf andere zu, wenn er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat im Netz? Wer trifft denn wen, wenn er seinen Chatraum verlässt? Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man mal leibhaftig einen Menschen trifft. Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man wirklich einmal sein Handy aus der Hand legt. Und diese Angst benutzt der Staat, indem er den Gläubigen ihre Freiheiten raubt, mit Totalüberwachung und wahlloser Fahndung im Geiste alter katholischer Inquisition. Und wenn dieser Staat die Chaträume und Facebook und WhatsApp und Twitter abgreifen will, die neuen Beichtstühle der Menschen sind, das hat der Kirche mal viel Macht gegeben, indem sie von den Menschen mehr wusste dadurch, wie die über sich selber wussten. Und indem sie erpresst haben, indem sie ihnen angedroht haben, ihnen das zu verraten, was sie von sich nicht mal ahnten. Im Jenseits bekam man dafür Floskeln, die einem das Fegefeuer ersparen sollten. Im Diesseits bekommt ihr heute dafür Floskeln, die das Seelenheil versprechen und Sicherheit vorgaukeln. Hört doch endlich mal rein in die aktuelle Politik. Ja, ist ja gut. Ja, meine Damen und Herren, ich bin noch nicht fertig. Meine Damen und Herren, wir die FDP, das sage ich Ihnen als Vorsitzender dieser FDP, Christian Lindner, sage ich Ihnen, wir die FDP, wir sind wieder da und zwar zu Recht. Was kommt denn bitteschön von Schwarz-Rot zum Thema Terrorbekämpfung? Da höre ich nach London, nach Brüssel, nach Paris und nach Berlin Sätze von Herrn de Maizière wie: Wir sind entsetzt, wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern. Ja, ich bin nämlich auch ein guter Imitator. Bitte, bitte, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, brauchen wir wirklich die FDP, damit einer mal sagt, wir sind entsetzt, wir werden uns nicht einschüchtern lassen, unsere Gedanken sind bei den Opfern. Und wem das gleich vorkommt, dem kann ich nur sagen, ja, es kommt doch darauf an, wie man es sagt und in welcher Reihenfolge. Aber natürlich ist da der Bundesinnenminister besonders künstlich begabt. Da gibt es einen Anschlag in Kabul. Da stoppt man mal eben die Abschiebung der Gefährder dahin, weil man sagt, ach, macht euren Anschlag ruhig hier in Deutschland, damit die in Afghanistan nicht noch weiter leiden müssen. Was ist das denn, meine Damen und Herren? Gesichtserkennung möchte der Herr. Aha. Meine einzige Frage ist nur noch, wie kenntlich ist überhaupt noch der Bundesinnenminister? Wenn dieses eingeschlafene, einschläfernde Männchen, einschläfernde Mitglied der Bundesregierung, meine Damen und Herren, zu Terror und Islamisten nichts anderes präsentiert als 10 Thesen Leitkultur, die uns stark machen sollen gegen Islamisten und gegen Terror. Ich habe als erster gefordert, die elektronische Fußfessel für islamistische Gefährder. Jetzt fordere ich Sie für den Bundesinnenminister, meine Damen und Herren. Leitkultur, Schleierfahndung und Gesichtserkennung. Das ist altbacken, das ist 70er Jahre, das sind Schablonen. Der Bundesinnenminister als Helene Fischer der Terrorbekämpfung. Alles nur Schlagzeilen. Wie machen wir es? Atemlos, ich bin bereit, das volle Programm, die Hölle morgen früh, phänomen- und fehlerfrei. So, das hat jetzt Spaß gemacht. Was wollen Sie denn noch? Stopp!
Stopp! Was meint mit Schablone mit Terror? Will der mich angreifen, weil ich schicke drei Kampfjets nach Katar? Sagt er 12 Milliarden Dollar? Das ist eine Lüge. Es waren nur 10,7 Milliarden Euro. Was aber will er mir vorführen, wegen verlogener FBI und Russland-Kontakte? Sagt, ich behindere Justiz oder ich mache, kriege Geld von ausländischen Mächten? No, das ist alles Lüge. Es hat doch kein mehr, er hat doch gar nichts gesagt. Aber ich habe gehört, ich höre Stimmen, ich gehe, ich rede überhaupt nur noch mit Internet. Ich hacke mir selber. No, aber, no, no. Warten Sie doch, no. Das Internet ist auch nur eine geschlossene Anstalt, aus der man sich selber selten entlassen kann. Das nur dazu. Noch einmal erhebe ich Martin Luther meine Stimme. Na, nicht schon wieder. De servo arbitrio. Dazu, dass der freie Wille nichts mehr sei in der eiligen Schrift des Internet. In der die Melkuh Mensch am Schädel nicht mehr weiß, wie er am Arsch gemolken wird. In der er ausgesaugt wird von eigenen Daten und persönlichen Informationen. Und so sehr seid ihr beschäftigt mit eurer Selbstdarstellung im Netz, dass ihr schon froh seid, wenn die Datenabgreifer euch zurückholen auf den Boden und euch sagen, wie ihr heißt, wo ihr wohnt, für was ihr euch interessiert. Die Freiheit des Geistes und der Gedanken, die war mir einmal angelegen. Dafür wurde ich vogelfrei. Vogelfrei sind heute nur noch die Daten. Früher hat man seine Seele verkauft, heute nur noch die Daten. Das Internet wird zum Ballermann der Vernunft und der Freiheit, in dem jeder jeder sein kann und jeder Fall lässt des anderen Scham. Man soll die Macher von Facebook und Amazon und Apple und WhatsApp zerschmeißen und erstechen und hauen. Öffentlich oder rechtlich oder geheim, wie man kann, als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss. Oh, Entschuldigung, das habe ich gesagt zu den Bauern 5:25. Im Netz wird jeder sein eigenes Gesetz und jeder seine eigene Kirche. Jeder verbreitet nur noch seine eigene Christlichkeit und jeder betet und himmelt sich selber an, je mehr er von sich im Netze findet. Und man findet alles im Netz. Wie einer ist, wann er es ist, wo er es ist, wie er es ist und wie er es wieder ausgeschissen hat. Die Göttlichkeit der menschlichen Entleerung wird doch hier neu definiert. Und da man keine anderen Götter neben sich haben soll, ist der andere natürlich nur noch einen Dreck wert. Ich habe mich aufgelehnt gegen den Papst, dem die Menschen untertan waren. Ihr feiert mich. Und spielt im Netz selbst den Papst, der sich übt in Hass und mentaler Vernichtung der anderen, während ihr geistig vereitert. Im Netz kann der Alter endlich raus. Ach Gott, verfaul doch gemeinsam, du! Meine Damen und Herren, das war die Matthias-Richtling-Show. Ja, bitte, es waren vielleicht nicht alle Gäste da, es waren vielleicht alle Gäste gespielt nur. Aber was Sie gesagt haben, war ja wahrer, als wenn es die Echten gespielt hätten. Die reden, aber wir rücken es zurecht, verstehen Sie? Wir rücken zurecht, wenn wir hören, wie zum Beispiel Russland die Wahlen hackt in Frankreich und Deutschland. Und wir rücken zurecht, wenn wir hören, wie die das gemacht haben, zum Beispiel Macron. Bei Macron, wie sie über den hergezogen, was sie verbreitet haben, Macron, infamer Weise über das rumänische Portal Eskiz mit Sitz in Moskau, wörtlich über Macron, die Russen. Pass auf, Emmanuel und Brigitte Macron scheint heute kein Paar in der Welt, an dem es vernietet so viel Aufmerksamkeit. Die Geschichte der Macron und seiner Frau gibt nicht beruhigend Gegner und Unterstützer begeistert. Echte Gefühle nie verlassen Plätze, nur Teilnahmslosigkeit. Macron, seine Ausbildung, beschäftigte sich mit dem größeren Teil der Großmutter. Also bitte, ja. Wenn in einer Klasse mit Emmanuel lernt ihre eigene Tochter. Die Eltern des Jungen, das Lernen über seine Gefühle darauf bestanden, dass er ging.
Sie durchleben mussten Gerüchte, aber der Mann hält 2 Töchter und einen Sohn, ihren Gatten, die Spaß basteln mit den Enkeln. Also bitte, dass der Macron überhaupt gewählt wurde, du. Das kann ich Ihnen sagen, wenn die Bundestagswahl auch so gehackt wird. Da kann sie noch sehr lustig werden. Guten Abend.